Wir bieten zum einen ein Datenerfassungssystem für die Straßenzustandserkundung. Alles von der Erfassung über die Bewertung bis hin zur Datenverwaltung und auch die spätere Erhaltungsplanung. Wir bieten Software im Bereich Geoinformation, hauptsächlich Straßenunterhalt. Wir bieten alle Methoden, die zur Erhebung von Bestandsdaten notwendig sind, an, von der Begehung über die Befliegung bis hin zur Befahrung. Wir sind als Softwareinformatik-Anbieter des Verfahrens in GradaWeb. Das ist ein kommunales Geoinformationssystem. TomTom bietet ja klassischerweise Navigationsgeräte an, aber hier sind wir aus einem anderen Grund, weil wir Rohdaten anbieten für den Verkehrsbereich, historische Verkehrsdaten, Echtzeitverkehrsdaten und was noch eine Option hier ist, sind Straßendaten. Wir bieten an ein System des Straßen- und Flächenmanagements für öffentliche Körperschaften, Schwerpunkt Städte und Gemeinden. Ja, wir nehmen am Kongress teil, weil dieser Straßengeokongress sehr konzentriert auf das Thema Datenerfassung für die Infrastruktur fokussiert ist. Weil es uns wichtig ist, hier eben mit den Kunden direkt vor Ort auch unser Angebot zu präsentieren. Wir versprechen uns, hier neue Kunden zu finden. An dem Kongress nehmen wir teil, weil die Teilnehmer dieses Kongresses zum einen unsere Zielgruppe sind, also die Zielgruppe, die wir auch als Kunden suchen. Und zum anderen nehmen wir teil, um auch einen Teil der Fachvorträge für uns mitzunehmen und daraus Input für unsere weitere Softwareentwicklung auch zu schöpfen. Wir gehören zu einem der führenden Produkte sicherlich in Deutschland und haben damit sicherlich auch den Markt mitgeprägt. Insofern ist der Straßengeokongress natürlich die Plattform, wo wir uns auch wiederfinden, im Gegensatz zu anderen Ausstellungen, wo also viele Themenbereiche abgedeckt werden. Und vor allen Dingen, ich habe hier die Ansprechpartner, mit die ich mit meinem Produkt auch avisiere, direkt konzentriert auf einem Haufen. Der Prämisse einfach, weil unsere Kunden hier sind und wollen uns hier natürlich deswegen auch präsentieren, unser Produkt vorstellen und Kontakte knüpfen. Weil wir hier ein Forum haben, wo tatsächlich die Fachleute speziell hinkommen und wir also einen sehr regen Informationsaustausch haben.